What up, Magulis? And what's up, ladies and gentlemen? Entschuldigung, was im Mund, was im Hals, ehrlich gesagt. Willkommen bei Fate to Silence. Ich spiele das natürlich nicht alleine, wir spielen es mit unserem Heldenherzchen. Irgendwo hier läuft sie rum, da oben. Ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir noch machen werden. Also das ist für diesen Monat erstmal die letzte Folge. Deswegen möchte ich euch jetzt ganz kurz darauf hinweisen, wenn ihr mehr Folgen sehen möchtet. Oder sagt, Leute, macht doch bitte längere Folgen. Wir wollen einfach mehr von euch beiden sehen oder wir wollen mehr von dem Spiel sehen. Komm ab in die Kommentare, wir machen das für euch. Wir machen das auch nächsten Monat noch öfter, wenn ihr Bock habt. Ist überhaupt kein Problem, die Spiele für Dezember stehen überhaupt noch nicht fest. Also richtig reinhauen. Und dann tun wir das für euch, gleich. Wir können auch einen Stream machen. Vielleicht, das hängt von meiner Internetverbindung ab. Ich tendiere eher zu nein. Aber sowas in der Richtung können wir machen. Reese hat mit sich selbst geredet. Über Essenz oder so. Nee, man kann das Kind nicht erschießen. Okay. Ich muss weitermachen. Ich kann jetzt sehr süß, wie die hüpfen. Na gut. Also, lasst mir ein Abo da. Verpasst keine weitere Folge mehr. Lasst mir Kommentare da bis zum Abstinken. Und ansonsten schaut im Discord vorbei und lasst uns die schönste, größte und aktivste Community Deutschlands aufbauen. Ist vielleicht ein horrendes Ziel, interessiert mich nicht. Große Ziele bringen große Wirkung. Denn ich möchte was bewirken. Ich möchte irgendwann auch der CDU, wenn es die überhaupt noch gibt, bis dahin in den Arsch treten können. Ich will, dass dieses Land schön wird und ihr glücklich seid. Also legen wir erstmal los. Jetzt gibt's das Intro und dann spielen wir. Bis gleich. Man hört dich. Man hört mich? Ach so, ja, okay. Oh, ich verwirrtes Kind. Ja, ich bin auch wieder dabei. Ich hatte gerade die Befürchtung, du magst meinen Doppelgänger mehr als mich, weil du abgehauen bist. Das sowieso. Ich dachte, du gehst jetzt mit dem weiter und lässt mich in der Hütte stehen. Ja. Sei froh, dass du keine Frau spielst, sonst hätte ich gesagt, ab an den Herd. Und selbst dann hätte ich es nicht gemacht. Weißt du, warum Frauen so gerne in der Küche sind? Welche? Ich nicht. Ja doch, weißt du auch warum? Warum? Das liegt an der Herdanziehungskraft. Ja. So, kommst du? Schenkelklopfer, ja, ich krieche dahin. Gut. Also ich mag ja diese ganzen Sprüche gegen Frauen, vor allem weil lustigerweise ich bin ja eigentlich mehr in der Küche und koche und backe. Dann darfst du das auch ab und zu mal sagen. Ist genehmigt. Das war jetzt ungelogen, dieser Spruch, seit 7 Jahren das erste Mal. Oder 9 Jahre. Also ich darf das. Das hatte genügend Cooldown. Okay. Ich fände das ja geil, wenn das echte Leben so wäre wie ein MMO. Weißt du, beim MMO musst du zum Beispiel 5 drücken. Oder dann knallt ein Feuerball runter oder so. Und das hat aber einen Cooldown. Du kannst halt nicht Feuerball spammen. Oder du brauchst halt Mana. Und ich fände das geil, wenn das mit dummen Sprüchen auch so wäre, wie bei der AfD. Sowas wie, dieser Ausländer! Cooldown 2 Stunden. Ah, fuck! Könnte einen vielleicht mal den Hals retten, ja. Ja, stell mal so eine Pegida-Demo dann vor. 3. Wir sind das Volk! 4 Minuten Cooldown. Merkel muss weg! Hi? Warte mal, in welche Richtung müssen wir jetzt eigentlich? Ach da, geradeaus. Geradeaus, bis es knallt. Ah, da oben ist das verbrannte Ding. Jetzt gleich wird's witzig. Dann ist das, wenn er jetzt nicht anders generiert wird, der Flammenpriester. Wenn doch, dann ist es irgendeine Schlampe. Oh, vielleicht ist es Vic, die ist cool. Das ist ein richtiges Miststück. Ja, von Vic habe ich schon gehört. Ein absolutes dreckiges Miststück. Ich mag sie. Oh, Taschen durchsuchen und klauen. Vielleicht sollten wir öfter mal mit Heilverbänden arbeiten. Ich meine, dafür gibt's die Shit-Dinger ja. Heilung? Was ist Heilung? Eine Band. Ich sehe gerne Blut. Das war kein Scherz. Geh mal auf YouTube, such mal nach Heilung. Die machen Viking-Musik. Okay. So, es müsste eigentlich gleich das Video kommen. Oder sie haben es halt geändert nach dem Release. Das kann auch sein. Aha. Okay, das ist hier doch nicht der brennende Ort. Also, es scheint auch die Orte generieren anders. Okay.
Zimmer. Aber das ist doch der NPC-Ort. Was willst du? Essen? Feuerholz? Ist das Vic? Ne, die kenne ich nicht. Oh, eine Sklavin. Oh, Entschuldigung, eine Schwarze. Hat Spaß. Hat Spaß. Ich hasse Rassismus, was Sklavenhalter angeht. Kann man mit der Warte mal, wie sie... Interagieren. Sprich. Wieso kannst du das machen und ich nicht? Ich bin wichtig. Ja, klar. Ja. Wie lange und sie sagt, ja, klar. Fick dich da. Ich habe dich nicht beobachtet, ich interessiere mich für den Tisch. Ich habe dich nicht beobachtet, ich habe dich nicht beobachtet. Das klingt weniger creepy. Ich meine, ich wollte, sorry. Wortgewandt wie eh und je. Aber ich weiß, dass du nur das Fleisch willst. What? Immer. Fleisch? Nein, ich interessiere mich nur für diesen Tisch. Verschwinde, du Stalker. Das Fleisch. Heiße ich Ash. Garni. Wofür ist dieses Ding? Und sind das hier Zeichen? Wörter? Das ist ein Ritual. Für unsere Mutter. Mutter? Um sie zurückzubringen. Was? Ich glaube, ich könnte die dazwischen funken. Ich hoffe nicht. Soll ich es mal testen? Weißt du, dass das ein Ritual macht? Eine alte Tradition. Meine Schwestern und... Verbox nur nicht, sonst haben wir den NPC nicht mehr. Okay, nee, dann lieber nicht. Unsere Vorschwestern. Kannst du auch was auswählen, oder was? Uralte Wissen erschlossen. Wir danken Mutter Erde. Warte, ich klicke jetzt gleich mal nichts an. Gaben und für ihre Güte. Wähl mal das... Warte, das Rechte aus. Okay, ich kann nur mitlesen. Nice. Verdammt. Falls sie existiert, war Mutter Erde zu mir nicht gerade nett. Du glaubst wohl, du weißt alles, was? Natürlich. Ich würde gern mehr erfahren. Ich liebe es ja, so einen wortgewandten Poeten zu spielen, nicht? Dieser Kreis bedeutet neu. Also, du führst das Ritual durch. Und dann? Dann passiert vielleicht irgendwas. Ganz toll. Diese Elemente sind seltsam. Du meinst, sie haben vielleicht irgendwelche Kräfte? Zumindest habe ich sowas gehört. Da ich die Bedeutung. Also, da sie Rituale macht, Mutter Erde vergöttert und so, vermute ich mal, die ist so eine Art Voodoo-Tante hinterher oder so. Ich sollte das Ritual durchführen, könnte gefährlich werden. Ich übernehme das Ritual und du stehst Wache. Woher soll ich wissen, dass du die Wahrheit sagst? Könnte gefährlich werden. Für den Fall, dass etwas schief läuft, sollte ich zuerst das Ritual hinter mich bringen. Ich kann es gleich beim ersten Mal richtig machen. Wir können uns keine Fehler leisten. Du hast also auch viel Erfahrung im Mischen von Tränken? Wie ich? Eigentlich nicht, aber ich war bei so vielen Ritualen Was kann dabei, die? Dass ich... Stehen und reden. Ich lese die Symbole, du mischst die Zutaten und das Ergebnis teilen wir, okay? Meinetwegen. Ach, Poesie! Ist dem egal, wa? Komm, lass uns keine Zeit mehr verlieren. Los! Hä, wiederbeleben? Was? Wer ist denn tot? Ein neuer Zyklus beginnt. Hm? Wir sollten das erste Element aussuchen. Warte. Zuerst ein Schnitt ins Dunkle. Ein Beginn. Mir wäre ein Ende lieber. Halt die Fresse und lass mich die Frau hören. Scheiß tot. Ein Schnitt ins Dunkle. Reinigungskristall. Monsteressenz. Also ich vermute das. Wir sollten das nächste Element aussuchen. Tod. Als Tropfen darin. Tod als Tropfen darin? Was haben wir denn zur Auswahl? Warum brauche ich immer eine Stunde, bis ich es auswählen kann? Bald aus deinen Adern tropfen. Oh, Tod ein Tropfen darin hätte das Monsterblut sein können, was ich gerade verbockt habe. Dein Blut hinzufügen, Reinigungskristall. Nein, dein Blut. Wir sollten das nächste Element aussuchen. Oh, welches könnte das wohl sein? Wenn eins von drei doch da. Widerstand. Erleichtere mir meine Arbeit. Vernichte, was mir im Weg steht. Nope. Götter, halt einfach die Fresse, du komisches Vieh. Begrüße das Leben dann. Das sollte. Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Sein. Ich hoffe, das stimmt. Ja, wenn die schon sagt, wir sollen das Leben begrüßen. Das war nicht richtig. Ich lege Was? Sie zurück. Hör beim nächsten Mal besser zu. Ah. Zyklus beginnt.
Wir sollten das erste Element aussuchen. Okay, warte, lass mich hören. Zuerst ein Schnitt ins Dunkel. Ein Schnitt ins Dunkel, also der Reinigungskristall. Mir wäre ein Ende lieber. Oder warte mal, ein Schnitt ins Dunkel. Ich meine, hier ist ein Messer drauf. Dein Blut hinzufügen, Reinigungskristall hinzufügen. Kannst du auch was machen? Also ja. Dein Schnitt ins Dunkel. Ich hätte da gesagt Reinigungskristall? Hm. Aber mach mal Blut. Wir sollten das nächste. Scheiße, wir erfrieren. Blut als Tropfen darin. Dein Blut wird bald aus deinen Tod Adern tropfen. Als Tropfen da drin. Da hätte ich aber jetzt gesagt, das muss das mit Blut sein. Reinigungskristall und Monster-Essenz. Versuchen wir das. Wir sollten das nächste Element aussuchen. Toll, und wir erfrieren gerade. Ist es hier besser? Minus 27 Grad, what the fuck? Oh, okay. Erleichtere mir meine Arbeit. Scheiße. Vernichte, was mir im Weg steht. Oh, oh. Hast du Feuerholz zufällig? Ich hab, glaube ich, immer noch nichts. Nein. Tschüss, NPC. Ich muss später wieder kommen. Ich hoffe, das stimmt. Ach, da bist du. Oh Gott. Achtung! Ist die Alte jetzt mal fertig? Und doch ist der Frieren vollkommen schmerzlos. Die steht zur Hälfte im Schnee. Ja, so viel hat's gerade schon geschneit, das ist heftig. Zumindest nichts, was wir sehen können. Es ist nur... Warte, was ist das? Das ist ein Schneesturm. Oh, nee. Na super, minus 95. Nein, sofort. Feuerholz. Ey, da hat sie eine Bude. Falls wir es bis dahin schaffen, minus 95 Grad. Aha. Dass wir noch die Nasen haben, das ist unmöglich. Ich muss rein! Ich sprinte auch schon. Lass mich rein, lass mich rein! Mach mal weg da! Puh! Also ich muss das negieren, sonst bin ich erfroren. Oh, mit zwei Frauen in einem Zelt. Hallo, vergessen hier, ich bin ein Kerl. Willst du mit mir kuscheln? Stimmt. Ich komm. Wo kommt der her? Monster. Der Schlitzer, der schlitzt nicht mehr rum. So, kann sie jetzt mit uns? Wir haben es nämlich gerade so überlebt und ich bin gleich tot. Was zum... Was ist das? Das Reh, das ich geschossen habe. Schau mal, da habe ich es getroffen. Mhm. Wir haben das Reh wiederbelebt. Das Symbol bedeutet erneuern, nicht bloß neu. KIT trinken! Warten wir es ab, bevor wir voreilige Schlüsse ziehen. Wenn du geduldig bist, wirst du es schon sehen. Ich muss Heilmittel nehmen, sonst sterbe ich. Sicher. Ich werde weitere Kristalle finden. Dann beweise ich es dir. Schließ dich mir an. Schließ dich mir an. Warum schließt du dich nicht meinem Lager an? Interessiert? Vielleicht sehe ich es mir mal an. Stalker. Stalker. So, ab jetzt kannst du wechseln. Jetzt brauche ich dringend Medizin. Zwei. Einfach alle nehmen. Scheiß drauf. So, warte, ich kann dich jetzt verwalten. Koop beenden? Nein. Hey, ich sehe mich flackern. Aber, hey! Verwalten. Wie kann ich dich, glaube ich, jetzt? Jetzt habe ich wieder Hunger. Und ich friere nicht mehr. Was für ein Schmerz. Werden bald unerträglich. Ich mag den Tod. Also, zumindest im Spiel.
Wie konnte ich dich denn nochmal ändern? Entweder kannst du dich switchen oder ich kann dich switchen. Co-op beenden. Nein! Verdammt nochmal! Was heißt switchen? Ich bin schon die Dame, ne? Ja, aber ich kann dich auch noch zum Herr machen. Egal, was kann die denn überhaupt? Nein! Gefährten verwalten. Also, du willst fortschrittlicher Jäger, fortschrittlicher Handwerker und, wie ich dachte, Okkultismus. Na, Halleluja! Ich traue mich da nicht runterzuspringen. Ich lebe! Ich lebe! Du hast ja volle Leben, ich bin fast tot. Ja, okay. Ich sag ja nichts. Also, hä, wieso? Was ist denn los? Hat der Hunger oder was? Ah, was? Fuck! Belebt mich wieder. Warte, warte, ist das so ein Scheißvieh? Ah! Ja. Oh oh. Ey, beweg dich von der Stelle, Mann. Nein, ich bin gleich tot. Geh weg, geh weg, geh weg. Das geht nicht weg. Oh, ich bin fast tot. Habe ich einen Heiltrank oder so? Hau ab. Ah, ich sollte... Siehst du? Eine Flamme noch übrig. Das nächste Hoffnungsfeuer gibt's erst, wenn wir die Festung eingenommen haben. Mist. Kann das überspringen? Ja, eine Flamme noch. Vielleicht sollten wir etwas vorsichtiger sein. Ich habe jemanden mitgebracht. Aus der Wildnis. Wie heißt sie? Ich bin die Vorsicht in Person. Sie ist wirklich nett. Sie ist immer so hilfsbereit. No. Da ist die Kleine. Ich sehe sie endlich mal. Hey. So, jetzt baut der Typ hier unsere Schnitzecke. Das ist gut. So, für alle, die die Kleine bei mir noch nicht gesehen haben, jetzt könnt ihr sie auch mal sehen, weil die hat sich immer versteckt. Ah, endlich. Herstellen. Ich brauche Fasern. Hast du Fasern? Ach, du warst ja tot. Genau. Na toll. Was? Aus? Wieso aus? Hä? Und, Kleines, was hast du gemacht, während ich weg war? Dani war heute so lange Vorräte sammeln, dass ihr fast ein paar Finger abgefroren wären. Was? Manchmal hat sie zu viel Geduld. Ich wusste gar nicht, dass du weg warst. Ja, ich auch nicht. Mädel, was hast du gesehen? Vielleicht macht sie sich eine Fantasiewelt, weil sie hier so alleine ist. Ja, ich glaub's an mir nicht auch. Garni hat heute Einhörner gefunden und wir haben zusammen Prinzessin gespielt. Was? Ach, will die mir den Rücken massieren? Das ist aber sehr nett. Komm, kraul noch ein bisschen weiter rechts, ja? Okay. Wenn die ein bisschen hier älter wäre, hätte ich gesagt Lesbenporno, aber... Mensch. Shit, die will sich doch nur die Hände wärmen. So, ich habe fast keinen Hunger und mir ist warm. Das ist doch eine wunderschöne Voraussetzung. Wieso redet Reese andauernd über Planeten und all? Wenn ich mich jetzt andersrum stelle, sieht das dann falsch aus mit dem Kind? Ach, jetzt hört sie auf, schade. No. Dann keine pädophilen Anspieler. Bausklave. Blau, Bau. Gut, gut. Das wäre also geklärt. Wir haben einen, der baut. Und einen, der haut. Du bist Jägerin, das heißt, wenn wir was erlegen, musst du es looten. Weil ich dann bestimmt mehr rauskriege, ne? Yep. Nice. Soll ich verdammt nochmal einen scheiß Pfeil? Okay, 12. So. Jetzt haben wir eine gewisse Grundausstattung. Sobald wir was bauen können, also sprich, sobald die Hütte fertig ist, bauen wir die nächste Hütte und die nächste und die nächste. Wenn wir nicht zwischendurch noch 5-mal sterben. Nö, maximal 1. Genau. Du willst etwas fangen? Lauf nur. Verschwinde. Hey, es ist festgebackt. Headshot. So, dann loote du mal. Oh, schick. Okay, das Häuten verschwindet nicht, wenn man es leer hat. War da noch was drin? Nee, ne? Nee. Schade, ich dachte, ich sehe auch noch was. Tja. Oh, alles rausgegrapscht. Yay! In der Theorie, Reese hat sich vom Hunger erholt. Hat er mein Essen gegessen?
In der Theorie ist die Folge vorbei. Und damit im Prinzip nicht nur das. Sondern wenn keine Abstimmung ist, auch das ganze Spiel. Das wäre schade. Oh. Oh, überredet die Leute. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn euch die Folgen bisher mit uns gefallen haben. Und wir es eventuell schaffen könnten, unsere Häuser oder Werkstätten zu erweitern und dass wir uns hier noch ein paar Mal ja, zu Tode frieren können. Einmal noch. Das ist eh Schluss. Du mal mit deinem Einmal, sei optimistisch. Ich weiß nicht, wo man diese Funken herkriegt. Ja, vielleicht hat das ja was mit diesen Kristallen oder sonst was zu tun, was wir hier finden können. Ja. Ach, warte mal. Siehst du, letzte Folge und ich sehe hier Segen und Vorteile, das Ding kenne ich ja noch gar nicht. Ja, ich habe das damals ja auch gesehen, ich weiß noch nicht, wie man es nutzt. Ja, seht ihr, genau das können wir dann, wenn ihr dafür stimmt, noch zusammen herausfinden, wie wär's? Ich bin dabei. Genau, gib dem ganzen Shit mal einen Daumen nach oben. Oh nein, was ist denn jetzt los? Ah, fuck. Nichts, ich hab's sauber gemacht. Okay. Ich wollte gerade sagen, willst du jetzt die letzte Flamme auch noch verbaseln? Oh oh, guck mal nach oben. Oh nein! Ist nicht schlimm, genau vor uns ist ein Haus da, das leuchtet ein großes Blaue, falls du das siehst. Ja. Da kann einem nichts passieren. Ich glaube, der Hentai-Ball möchte auch nicht, dass wir aufhören. Nope. Ah, lass mich hier rein. Puh. So, schön. Schönes Ende für eine Folge. Genau. So, meine primitiven Follower, dann nicht vergessen, Abo da lassen. Ansonsten. Heldenherzchen. Würden wir uns freuen, wenn wir euch vielleicht bald wiedersehen dürfen. Bis zum nächsten Mal. Valado Harris, euer Wolf.